Willkommen zurück zu Pikmin 4. Wir sind in Olimas Tagebuch, spielen jetzt Tag 8. Ich glaube Tag 8. Am stillen Ufer, wo wir schon zwei Zwiebeln und zwei Schiffsteile gefunden haben. Aber es gibt ja noch mehr und das versuchen wir jetzt zu finden. Wir sind schon an der zweiten Landestelle angekommen. Das macht es auch nochmal ein bisschen einfacher. Oder zumindest können wir jetzt schneller andere Sachen erkunden, die wir noch nicht erkundet haben. Und geladen hat das Spiel jetzt auch unglaublich schnell. So kenne ich das gar nicht. Na gut. Nehmen wir erstmal unsere Pikmin mit. Springen einmal auf Moss. Ich darf jetzt nicht immer Otschin sagen. Ich habe ja schon Otschin immer Moss genannt. Und jetzt andersrum. Da ist übrigens noch eine Knopfknolle. Die habe ich das letzte Mal schon so halb gesehen. So, was mit der Kaulquappe? Ah, die hat sich selbst erledigt. So, zieht die mal runter. Genau. Und dann lasst das aber die blauen machen. Ein gelber reicht schon, damit es nicht klappt. So, hier werden sogar endlich mal wieder Rohmaterialien. Die brauchen wir nämlich auch. Anders als im Hauptgame haben wir davon nämlich generell immer sehr wenig. Können wir auch hier den Weg einmal runterlassen. Wenn wir jetzt noch schaffen würden... den Fisch zu besiegen... Okay. Dann wird alles nochmal ein bisschen einfacher. So, das könnt ihr alles abtransportieren. Knopfknolle ist das. Das heißt, wir können gleich wieder 10 Pikmin mehr mitnehmen. Auch das macht es einfacher. Ich will auch ganz gerne da die ganzen Leichen noch abtransportieren irgendwann. Wenn ich hier gegenlaufe, bringt das was. Es geht auf jeden Fall schneller. Ja. Muschel ist erledigt. Ich dachte, hier steht mal ein Pikmin. Na, das können eigentlich blau machen, das geht schneller. Und ihr könnt dann aber hier abtransportieren. Die brauchen dann zwar einen Moment länger, aber da wir jetzt die Knopfknolle haben, haben wir sowieso wieder mehr Pikmin bei uns. Also passt das erstmal. So. Und dann ist das auch wieder ausgeglichen. Wir können jetzt die Sandburg hoch. Machen wir das doch. Und im Wasser können wir weitermachen, wenn Ebbe ist. Das scheint mir eigentlich ganz vernünftig. Hier ist einer von den Käfern. Naja. Den könnt ihr mitnehmen. Was haben wir da? Ja gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die Narbe oder den Knopf. Heißt ja jetzt mal Knopf, nicht mehr Narbe. Jetzt auch relativ schnell. Das muss ich von oben machen. Okay, eine einzelne Bombe war hier drin. Na, in Ordnung. Hier oben ist der letzte Landeplatz, aber hier ist leider auch das Knollenauge. Die fliegen alle ein bisschen zu weit. Okay, ich hole meine Pikmin und dann kämpfen wir gegen fürs Knollenauge, würde ich sagen.
Es macht ja keinen Sinn, jetzt die ganzen Gegner abzutransportieren, wenn die dann immer erst in die falsche Richtung laufen. Oder naja, zum weit entfernten Platz zumindest. So, es ist auch gleich schon wieder Mittag, das heißt, wir haben dann Ebbe. Oh ja, und hier ist Ultramotivier-Spray. Sehr gut. Und dann würde ich mal wieder sagen, schicke ich die Pikmin zurück. Und nehme stattdessen Rote mit. Denn dann dürfte fürs Knollenauge wirklich gar kein Problem sein. Man kriegt aber wirklich sehr wenig Nektar, oder? Sehr seltsam. Naja, so. Mittag. Das Wasser zieht sich zurück. Ich weiß gar nicht, ob wir da hinten noch irgendwas erkunden müssen und ob da überhaupt noch irgendwas ist. Ein guter Spieler wird natürlich auf die Karte gucken. Das kann aber auch ich machen. Also hier oben ist noch was, hier ist noch Rohmaterial. Und hier kann man tatsächlich noch hin. Also da ist auch was, da ist auch was. Ob man hier hin kann, weiß ich nicht. Sieht mir aber ehrlich gesagt so aus, als wäre da der Weg zu. Es sind auch noch zwei Gegner. Und hier hätte man auch den Weg aufmachen können. Ja, holen wir erstmal den dritten Landeplatz. Falls wir den nicht wirklich brauchen, weil wir schon alles gemacht haben, können wir wieder an den ersten gehen, weil der zweite bringt uns, glaube ich, auch nichts mehr. Die Bombe könnte hilfreich sein jetzt gegen fürs Knollenauge, auch wenn es nur die kleine Variante ist. Oh shit, wir waren zu nah dran. Oh, gruselig. Ist das doch die große Variante? Ja, ne? Schade. Es ist super schwer, das richtig zu machen. Am Ende ist er nicht sehr schwer zu besiegen. Oh, das Sparschwein von Olimar. Haha, cool, dass das hier ist. Oh, jetzt habe ich nochmal, ja, rote Pikmin daraus produziert. Das war vielleicht nicht so schlau. Egal. Ich bringe eben noch das Sparschwein weg. Das ist ein optionales Schiffsteil. Also, ohne das wird man auch nicht drauf gehen. So, ihr seid noch zurück und dann nehme ich hiervon noch welche mit. Okay, ja, dann, die Gegner sollten ja alle besiegt sein. Also, könnt ihr das jetzt hier machen? Ah, hier noch nicht. Aha, endlich. Nektar. Das Bombardier zusammen dauert doch ein bisschen länger, weil es eben, ja, nicht so gut platziert war. So, wir können hier schon mal den Weg aufstellen. Mal hier noch vorbeigucken. Okay, da wäre aber nur ein großer Knopf.
Vielleicht schaffen wir es noch da zu kämpfen. Dann haben wir hier den oberen Teil fertig, so wie ich das sehe. Und können uns dann das nächste Mal unten nochmal widmen. Ein Pikmin schafft es leider nicht. Okay, schade. Verlust ist immer ein bisschen. Jetzt hat das Pikmin doch geschafft. Wir warten eben, bis die Blubberblasen aufhören und schicken die blauen drauf. Easy. Das war relativ easy. Okay, ja, dann würde ich sagen, bring den weg. Oh shit, jetzt habe ich nicht gesehen. Habe ich das gesehen? Ich wusste, dass einer da ist. Ich habe nicht gesehen, dass zwei sind. Naja. Aber wir sollten alles geschafft haben. So. Dann gehen wir, glaube ich, wieder... Oh, da ist noch so ein großer. Aber so wie ich das sehe, wäre es sinnvoll, wieder hierhin zu gehen. Warten, bis die Pikmin da weg sind. Ich könnte auch jetzt schon runtergehen und da die Basis errichten. Die würden ja dann automatisch mittransportiert werden. Aber falls das doch irgendwie anders ist und ich mir das falsch gemerkt habe, dann wären meine Pikmin gleich alle tot. Deswegen ist schon ganz gut, dass wir so machen. Ich kann auch hier eben noch den besiegen. Aber ich will ganz gerne die Basis verlegen, weil dann sparen wir uns das nächste Mal echt ein bisschen Zeit. Ja, und dann schauen wir uns das nächste Mal hier hinten um, ne? Das ist so das, was noch fehlt. Wir können ja schwimmen, ist kein Problem. Ja. Bin mal gespannt. Aber Stille Ufer kriegen wir ganz gut hin. Wir haben ja schon 20 Teile, also es fehlen nur noch 10. Davon 4 hier, glaube ich. Und 6 dann im letzten, also im Haus wahrscheinlich. Da, wo Oliver dann unterbrochen wurde, wo wir ihn retten mussten. Das war ja die Hauptstory von Pikmin 4. Das heißt, die anderen beiden Gebiete, die wird es natürlich mit Olimar nicht geben. Ich habe sogar 3 Teile gesammelt. Wäre sehr schön. Ja, Pikmin haben wir heute keine verloren. Bisschen Rohmaterial gesammelt und Pikmin erhalten. Wir kriegen außerdem den Dreifachschlag, den Luftschild und Megakraft für Maus. Jetzt ist er so stark wie 100 Pikmin. Sehr gut. Vielleicht war die Kollision mit dem Meteor, die dann zum Absturz geführt hat, meine Schuld. Hätte ich sie vermeiden können? Trotzdem. Als die Dolphin auf den Planeten gestürzt ist, war nicht nur Schwerkraft am Werk, sondern noch etwas anderes. Was nur. Wir erfahren es bald. In Pikmin 4. Bis dahin. Nur das Beste.